Herzlich willkommen bei dieser ersten Lesung in der Reihe von Euregio-Literatur in diesem Jahr. Alles ein bisschen komisch, alles ein bisschen anders, aber wir machen trotzdem das Beste raus. Und gut, die Umstände sind halt so mit Corona, dass ihr mir wie in der Tagesschau zu Hause euch ansehen könnt. Dann ist jetzt auch der Gong einfach da, also wir machen mal einen Anfang. Heute sind drei Gäste da, live, leider nicht bei mir im Studio in Aachen, aber zu Hause in Deutschland und auch in den Niederlanden. Und die würde ich gerne mal zuerst vorstellen. Und das ist natürlich unsere Autorin von Deutsches Haus, Annette Hess. Dann auch Hermann Finkers, der Übersetzer in Amsterdam. Und Stefanie Lüx in Berlin. Also die sind natürlich live dabei. Und die Fragen, die wir alle heute eingesammelt haben, die werden natürlich gestellt und dann werden die auch beantwortet. Mein Name ist Franz Wemelmanns. Vielleicht kennt ihr mich noch von den letzten Jahren. Wir haben uns dann live gesehen, live getroffen. Aber jetzt da habe ich auch die große Ehre, das alleine zu machen, zu moderieren und zu übersetzen. Goed, ik zeg het heel eventjes nog snel in het Nederlands, even kort. Van harte welkom, vanwege corona zitten we hier. En een beetje zoals in het journaal, de Duitse Tagesschau had ik maar net een beetje als idee gegeven. Vandaag zijn drie gasten live in de uitzending, niet hier bij mij in Aken, maar wel thuis. Natuurlijk Annette Hess, de schrijfster van De Tolk. Apart vertaald overigens als titel, misschien komen we daar straks nog wel op terug. En we hebben ook uiteraard de vertalers. En dat zijn in dit geval Hermann Finkers en Stefanie Lüx. Hermann Finkers woont in Amsterdam en Stefanie Lüx in Berlijn. En zij zijn ook onze gasten en zullen onze vragen straks, die jullie zo geweldig hebben gesteld, beantwoorden. Und dann noch kurz ins Französische. Alors, on passe au français. Maintenant, bienvenue ce soir ici dans notre émission en fait de Régioli. C'est la première session ce soir et ce soir c'est donc Annette Hess qui est notre invitée principale, l'auteur donc du livre Deutsches Haus, la maison allemande, et bien sûr les traducteurs Hermann Finkers à Amsterdam et la traductrice Stefanie Lüx, elle est aussi présente depuis Berlin dans notre émission. Et voilà. Dann mache ich kurz noch weiter ins Deutsche. Ich würde gerne die Sylvie Schenk gleich ankündigen, unsere Initiatorin des Projektes, die natürlich auch verantwortlich ist, und man nicht vergessen, für die Buchauswahl. Jedes Jahr wieder. Und heute haben wir natürlich auch sehr wichtig, das kurz zu erwähnen, das Jubiläum. Es gibt Euregio-Literatur jetzt schon für 20 Jahre. Leider sitzen wir dann so in dieser Art hier zum Jubiläum, aber trotzdem soll man nicht vergessen, dass es schon 20 Jahre Euregiolis gibt. Und dazu möchte ich natürlich auch gerne erwähnen, dass die Schüler natürlich, es ist ein Schülerpreis, aber es gibt auch andere Partner, wie zum Beispiel Buchhandlungen, Bibliotheken und Lesekreise, die auch mitmachen und für diese Lesekreise zum Beispiel gibt es auch Lesungen, die leider auch nicht stattfinden dieses Jahr. Und diese Leute sind hoffentlich heute Abend auch zugeschaltet. Alors, je passe au français et après en néerlandais. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de mentionner l'initiatrice donc du projet Euregioli, Sylvie Schenk, et qui est bien sûr responsable pour le choix des livres chaque année et depuis 20 ans déjà. Il ne faut pas oublier ça. Et il ne faut pas non plus négliger l'idée que ce n'est pas. C'est bien sûr, c'est un prix pour. C'est un prix littéraire des lycéens,
mais quand les auteurs sont dans la région, ils sont également invités par les libraires, les librairies et des cercles littéraires. Donc, et pour eux également, pareil, rien du tout. Alors, il faut, alors les personnes, donc les invités aussi, les partenaires, peuvent également suivre cette soirée en live à la maison. Voilà. Oké, okay, dan moet ik het nog heel even kort in het Nederlands doen. Sylvie Schenk, de persoon die eigenlijk verantwoordelijk is voor Euregio Literatuur. Zij doet het al heel lang, zelfs al 20 jaar. En dat is dus ook vandaag eigenlijk, of dit jaar, een jubileum. En dan zitten we helaas dus op deze manier er. Maar hoe dan ook, dat moeten we even niet vergeten. Ook moeten we niet vergeten dat Euregio Literatuur absoluut een scholierenprijs is. Maar er zijn net zo goed boekhandels, bibliotheken en literatuurclubs die net zo goed onze auteurs volgen. En als ze eenmaal in uw regio zijn, ook uitnodigen. En voor deze groepen is dus vanavond tevens een platform om vragen te kunnen stellen. Dus vandaar van harte welkom iedereen, jullie thuis vooral. En ik denk dat ik nu vooral het woord zal geven aan Sylvie Schenk. Deutsches Haus, La Maison Allemande, The Talk. Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit bleiben ein sehr präsentes Thema der Literatur, besonders in Deutschland und in den Niederlanden. Wenn wir uns für eins dieser thematisch wichtigen, aber auch schwierigen Bücher entscheiden, dann, weil es uns eine neue Sichtweise auf diese Zeit eröffnet oder weil die Protagonisten euch, liebe Schüler, die ihr noch in den Ausbildungsjahren seid, etwas zu sagen haben, das für euer Leben wichtig sein könnte. Beide Aspekte treffen auf Annette Hess ersten Roman Deutsches Haus zu. Dieser Roman spielt in den frühen 1960er Jahren. Der Krieg ist seit 15 Jahren vorbei, in Deutschland aber herrscht in den meisten Familien das große Schweigen über die Verbrechen des Nationalsozialismus. Man verdrängt und lebt nach dem bequemen Motto, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Eva Bruns ist noch sehr jung und macht als Dolmetscherin für Polnisch ihre ersten Schritte und das gerade im ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Ihr Verlobter und ihre Eltern wehren sich vehement dagegen. Sie aber wird sich nicht verbiegen lassen. Denn ihr Bedürfnis nach Wahrheit und innerer Freiheit ist zu groß. Ein sehr wichtiges Buch. Oké, okay. Nou, dit was de passage. En dan uiteraard in het Duits. We kunnen volgens mij verder gaan naar Herman Finkers. Herman, ik zou jou willen vragen de passage in het Nederlands voor te dragen. Dankjewel alvast. Over naar Amsterdam. Je bedoelt de passage die net getoond is? Precies. Oh, maar die heb ik niet. Ik heb twee andere passages. Oké, okay. Dat is oké, wenn het natuurlijk ook een andere tekstabschnitt is, of niet? Eigenlijk nur bladzijde 32-33. Ja, dan is het helemaal goed. Ja, ja nee, dan. Geen probleem. Hebben we het over hetzelfde? Hebben we het over hetzelfde, ja, zeker. Terug naar Amsterdam. David Miller kwam de gang op, terwijl hij zijn jas aantrok. Ik breng u naar huis. Hij had er duidelijk geen zin in. Ze zaten zwijgend in de auto. De ruitenwissers gingen onrustig heen en weer, veegden de talloze vlokken van de voorruit. David was kwaad. Eva kon zijn woede voelen. Het spijt me, maar ik ben maar een invalster. Normaal gesproken hou ik me alleen bezig met contracten. Maar het was verschrikkelijk wat die man... De auto glibberde rakelings langs een lantaarnpaal. David vloekte zachtjes. Waar had hij het over? Een voorval uit de oorlog?
David keek Eva niet aan. Jullie zijn ook allemaal zo onnozel. Pardon? Jullie denken dat er in 1933 in Duitsland een ruimteschip landde waar kleine bruine mannetjes uitkwamen, hè? En in 1945 vertrokken ze weer, nadat ze die arme Duitsers het fascisme hadden opgelegd. Als nu hij een tijdje aan het woord was, hoorde Eva dat hij geen Duitser was. Hij had een licht accent, misschien Amerikaans. En hij formuleerde heel precies, alsof hij alles wat hij zei van tevoren had ingestudeerd. Ik wil graag uitstappen. U bent een van die miljoenen domme vrouwtjes. Dat zag ik meteen al toen u instapte. Naïef en onnozel. Weet u wat de Duitsers gedaan hebben? Weet u wel wat jullie gedaan hebben? Wilt u nu stoppen? David remde. Eva pakte de deurkruk, deed het portier open en stapte uit. Ja, precies, loop maar weg. U kunt voor mij part in uw Duitse gezelligheid. Eva smeet het portier dicht. Ze liep verder, terwijl de sneeuwvlokken op haar neerdaalden. Ineens was alles stil, de razernij was over. De grote auto reed geluidloos weg. Eva dacht, deze chauffeur of wat hij dan ook is, is geestelijk niet helemaal gezond. Tot zover. Dankjewel Herman, dankjewel. Et je pense qu'on va donner la parole à Stéphanie pour le passage en français. Alors Stéphanie, je te donne la parole. David Miller sortit en enfilant son manteau. Je vous ramène. Visiblement, il n'était guère enchanté. Dans la voiture, cette fois encore, ils se turent un moment. Les essuie-glaces décrivaient des mouvements nerveux, chassant les innombrables flocons du pare-brise. Eva sentait que David Miller était furieux. Je suis désolée, je ne fais qu'un remplacement. D'ordinaire, je traduis des contrats. C'est terrible ce que ce monsieur a. La voiture manqua de justesse un réverbère. David jura entre ses dents. De quoi parlait-il? Ça s'est passé pendant la guerre? David répondit sans regarder Eva. Vous êtes tellement ignorant, tous autant que vous êtes. Pardon? À vous croire, les petits hommes bruns ont atterri en Allemagne en 1933 avec leur soucoupe volante, c'est ça? Et en 1945, ils sont repartis après avoir imposé le fascisme aux pauvres Allemands. Il fallut plusieurs phrases à Eva pour remarquer que David, lui, ne l'était pas. Il avait un léger accent, américain peut-être, mais il plaçait ses mots très précisément comme s'il avait répété à l'avance tout ce qu'il allait dire. Je vais descendre ici, s'il vous plaît. Vous êtes l'une de ces millions de jeunes idiotes, je l'ai su dès que vous vous êtes assise dans cette voiture, naïve et ignorante. Vous savez ce que vous avez fait, vous les Allemands, vous savez ce que vous avez fait? Arrêtez cette voiture, immédiatement. David freina, Eva manipula un instant la poignée, réussit finalement à l'ouvrir et descendit de voiture. C'est ça, défilez-vous, vous et votre petit confort allemand, je vous souhaite d'étouffe. Eva claqua la portière, elle se mit à marcher sous les flocons. Tout était silencieux soudain, la fureur avait disparu. La lourde voiture noire s'éloigna. Eva se dit que ce chauffeur, ou quelle que soit sa fonction, avait vraiment un problème. Merci beaucoup Stéphanie. Et maintenant, on pourrait passer aux questions donc, des élèves. Wir gehen focus mal langsam durch. Sorry. Ah, okay, sie soll noch. Ah, okay, gut, Entschuldigung. Annette Hess, ich glaube, wir sollen natürlich nicht vergessen, die gleiche Passage noch ins Deutsche zu lesen, auf Deutsch zu lesen. Ich würde dich gerne natürlich auch das Mikro überreichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr angefangen habt. Im Wagen schwiegen sie wieder. Habt ihr da angefangen? Ein Satz davor. David Miller
Kam auf den Flur, ja. Mhm. Einfach die Seiten, die du dir vorgenommen hast, vorzutragen. Das ist völlig in Ordnung. David Miller kam auf den Flur, wobei er sich seinen Mantel überzog. Ich fahre sie. Es gefiel ihm sichtlich nicht. Im Wagen schwiegen sie wieder. Die Wischer bewegten sich unruhig, verscheuchten die unzähligen Flocken von der Scheibe. David war aufgebracht. Eva konnte seine Wut spüren. Es tut mir leid, aber ich bin nur eingesprungen. Also normalerweise habe ich nur mit Verträgen zu tun. Das war ja furchtbar, was der Mann da... Der Wagen schlitterte knapp an einer Laterne vorbei. David fluchte leise. Wovon hat er gesprochen? Eine Begebenheit aus dem Krieg? David sah Eva nicht an. Ihr seid alle so ignorant. Wie bitte? Für euch kamen 33 die kleinen braunen Männchen in einem Raumschiff und landeten in Deutschland, was? 45 haben sie sich dann wieder verzogen, nachdem sie euch armen Deutschen diesen... Erst als er länger sprach, hörte Eva, dass er kein Deutscher war. Er hatte einen leichten Akzent, amerikanisch vielleicht. Und er setzte die Worte sehr präzise. Als habe er alles, was er sprach, vorher einstudiert. Ich möchte bitte aussteigen. Sie sind eins von diesen Millionen dummen Fräuleins. Das habe ich schon gesehen, als Sie eingestiegen sind. Ahnungslos und ignorant. Wissen Sie, was ihr Deutschen getan habt? Wissen Sie, was ihr getan habt? Halten Sie sofort an. David bremste ab. Eva hantierte am Türgriff, bekam die Tür auf und stieg aus. Ja, genau, laufen Sie nur weg. Ich hoffe, dass Sie an Ihrer deutschen Gemütlichkeit Eva warf die Tür zu. Sie gingen durch die fallenden Flocken. Alles war plötzlich leise. Der Furor vorbei. Der schwere Wagen glitt davon. Eva dachte, dieser Chauffeur oder was auch immer er ist, ist geistig doch nicht ganz gesund. Vielen Dank, Annette. Und dann können wir jetzt weitermachen mit den Fragen von den Schülern zu Hause. On peut commencer avec la première question. Der erste Frage. Bonjour, j'aimerais poser ma question à Madame S. Voilà, j'ai vu que votre roman était votre premier et je voulais savoir ce qui vous avait motivé à vous lancer dans l'écriture. Et si vous attendiez avoir un tel succès dès le premier livre. Je vous remercie. Gut, das war also die erste Frage von der Schule Athénée Royale in Lüttich, in Liège, à Liège. Also, Annette. Wie läuft das jetzt mit der Übersetzung? Macht ihr da Untertitel? Das mache ich nachher. Also dann werde ich es kurz zusammenfassen im Niederländischen und im Französischen. Ja. Ja, also ich bin ja schon seit über 20 Jahren Drehbuchautorin und fürs deutsche Fernsehen und inzwischen Streaming und wollte aber immer auch mal einen Roman schreiben, eigentlich schon seit ich 10 Jahre alt war. Und habe aber auf das richtige Thema gewartet. Und ich habe die Geschichte vom Deutschen Haus auch erst als Fernsehserie aufgeschrieben, also konzipiert. Und dann aber gemerkt, ich möchte, das ist der Stoff, den ich als Roman schreiben möchte, weil ich da nicht wie bei Drehbüchern, da muss ich keine Kompromisse machen, weil bei einem Drehbuch gibt man das ja auch ab und es kommen viele andere Gewerke dazu und Schauspieler und Regie. Und hier war ich verantwortlich für jedes einzelne Wort, für jeden einzelnen Satz. Und ich wollte, dass bei diesem ungeheuer wichtigen Thema, was ich empfinde, dem wichtigsten deutschen Thema, was man angehen kann, nicht aus der Hand geben. Also da wollte ich die Verantwortung behalten. Das war so der Hauptgrund.
Ja, heel goed. Inderdaad, dus ik vat het even kort samen. Ze is al heel lang scenariste, zou je dan kunnen zeggen. En al 20 jaar en heeft heel wat series ook gemaakt overigens. Maar de droom was er toch altijd wel om ook eens een roman te schrijven. Alleen het thema, dat was eigenlijk vooral het probleem. Een thema moet zich ook voordoen, een onderwerp. En vanuit een serie die gemaakt is, kwam juist een thema naar voren, een onderwerp. En dit thema dus ook van het boek dat heel erg de Duitse geschiedenis betreft. En daar wilde ze ook alles zelf in de hand nemen, dus totaal verantwoordelijk zijn. Alors, depuis 20 ans, elle est scénariste, mais elle a toujours quand même eu le rêve d'écrire un roman, depuis très longtemps. Mais il fallait attendre un certain sujet, sur quel sujet on va écrire un roman. Et à partir d'une série, il s'est produit plus ou moins, on peut dire, un sujet. Et voilà, c'est donc le sujet du livre même, hein, qui est donc très, qui concerne l'histoire allemande. Et voilà, surtout vu ce sujet allemand, elle voulait donc être responsable à 100% pour ce livre. Voilà. Alors, on peut continuer avec la deuxième question. Et voilà, on va vous montrer la deuxième question. Zweite Frage. Hallo, wir haben eine Frage an Sie, Annegret Hess. Und zwar wollen wir fragen, wären Sie an Evas Stelle gewesen, hätten Sie sich für das Tribunal, also für das Gericht entschieden, oder hätten Sie sich eher gegen das Gericht entschieden, also für ihren Partner und ihre Familie. Dankeschön. Okay. Ich habe Sie nicht ganz verstanden, die Frage gegen das Gericht und für die Familie. Also ja, also es war so, dass wären Sie an Evas Stelle gewesen, hätten Sie sich für das Tribunal, also für das Gericht entschieden, oder hätten Sie sich gegen das Gericht entschieden, also für Ihren Partner und Ihre Familie? Ach so. Ich wäre natürlich genauso mutig und heldenhaft und widerständig wie Eva. Und ich glaube, natürlich steckt von mir auch viel in dieser Hauptfigur drin. Also ich hätte mich letztlich auch für das Gericht entschieden. Also ich glaube eben, dass Eva da so eine starke innere Antriebskraft spürt und so eine große Verantwortung, die über ihr eigenes Interesse hinausgeht. Also ja, ich hoffe, ich hätte es so gemacht wie Eva. Ja. Ja, dus inderdaad de hoop, hè, dus dat ze het eigenlijk net als Eva zou hebben gedaan, dat ze dus ook precies zo moedig, zo heldhaftig zou zijn. Dus zeker. Alors sûrement, on rêve d'être une héroïne en fait, hein, donc d'être comme Eva. Et voilà, donc, mais c'est un espoir, on ne sait jamais ce qu'on fait vraiment dans une telle situation, voilà. Dan gaan we verder met de derde vraag. Misschien is het een Nederlandse vraag, ik weet het niet, maar we gaan eens kijken. Die dritte vraag. Hallo, mijn naam is Glenn. Ik ben een Schüler van Kurven Gymnasium in Aachen en möchte Annette Hess folgende vraag stellen: Waarom verschwindet David Miller na de Auschwitz-Begehung spoorloos in Polen? Hätte er nicht mit der Delegation nach Deutschland zurückkehren können? Ja. Haben Sie die Frage verstanden, Annette? Ja, verstanden. Ja, gut. Die wurde ja auch vielfach gestellt, die Frage. David Miller ist für mich eine ganz besonders tragische Figur. Ich habe eine Cello-Lehrerin meiner Tochter kennengelernt, die Jüdin ist und die darunter gelitten hat, absurderweise, dass ihre Familie vom Holocaust verschont wurde. Und das fand ich eben besonders
perfide, dass selbst die, die nicht direkt betroffen sind, unter Schuldgefühlen leiden. Und das ist das Dilemma von diesem David Miller. Und deshalb erfindet er ja auch diese Verbindung nach Auschwitz, die er eigentlich gar nicht hat in seiner Biografie. Und er verliert sich in diesem Schuldgefühl. Und das wollte ich eben mit seinem Verschwinden auch zeigen, dass es da auch eine Generation von jungen jüdischen Mitgliedern gibt, die auch unter diesem Holocaust auf eine besondere Art und Weise leiden. Und ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte auch Fragen offen lassen und nicht alles so wieder in Wohlgefallen auflösen. Das war jetzt lang, Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Diese Frage, die gaat over David Miller, die is heel vaak gesteld. Hè? Dus waarom moest dit figuur nu eigenlijk verdwijnen in het boek? Wordt ook beschreven door Annette Hess als een tragisch figuur. Die eigenlijk een bepaalde generatie vertegenwoordigt, die zelf niet betroffen is van de oorlog, direct, hè, in de zin van het meemaken van de oorlog, maar wel een schuldgevoel heeft. En juist met zijn verdwijning verdwijnt eigenlijk het schuldgevoel ook meteen. En het is ook wel fijn om een soort van openheid nog te hebben in een boek. Dus niet alles hoeft duidelijk te zijn, maar vooral het accent op die generatie, om dat ook naar voren te brengen. Alors, c'est une question qui a été posée souvent. Et en fait, David Miller, il constitue une figure tragique dans ce livre. Madame Hess, elle voulait accentuer surtout cette idée donc d'une génération qui n'est pas impliquée directement dans la guerre, parce que voilà, c'est une génération qui n'a pas directement vécu à la guerre, mais quand même, il y a une espèce de culpabilité et et voilà, il voulait montrer qu'avec sa disparition, cette idée de culpabilité disparaît aussi. Mais voilà, donc surtout l'accent sur cette génération. Voilà, on passe à une autre question. Guten Tag, ich bin Florian Reinhardt aus der Maria Goretti Schule in St. Veit. Ich wollte Sie fragen, wie lange Sie recherchiert haben, für das Buch zu schreiben und wie lange Sie gebraucht haben, fürs zu schreiben. Also die Frage von Florian aus St. Veit. Wir sind gespannt auf Ihre Antwort. Ja, also ich habe 2013 entdeckt, also ich wusste natürlich vorher viel über den Nationalsozialismus, dass die Tonbandaufnahmen von dem Auschwitz-Prozess im Internet veröffentlicht worden sind. Das sind 400 Stunden Zeugenaussagen und Aussagen der Täter und der Verteidiger. Und die habe ich mir angehört, immer wieder, also teilweise doppelt. Und dann hat sich so langsam eben die Idee geformt, da eine Geschichte draus zu erzählen. Ja, und dann habe ich eben noch viel Literatur gelesen und dann angefangen, ein Exposé zu schreiben für eine Fernsehserie. Das war dann 2016 ungefähr. Und dann hat das aber erstmal gelegen. Und für das Buch habe ich dann ein Jahr gebraucht, ungefähr zum Schreiben. Und Recherche war aber diese 2-3 Jahre, aber natürlich nicht jeden Tag, aber ungefähr, ja. Ja, dus in 2013, als ik het goed heb, heeft zij dus eigenlijk opnames van de processen, Auschwitz-processen, ontdekt, beluisterd. En van daaruit kwam natuurlijk een bepaalde interesse en heeft zich er verder in verdiept, onderzoek gedaan. En dat onderzoek duurde zo'n 2 à 3 jaar en het schrijven zelf 1 jaar overigens. Alors en 2013, elle a découvert les enregistrements du procès d'Auschwitz et bien sûr elle a écouté ces enregistrements et après donc ça a suscité une espèce de curiosité et elle a donc fait des recherches pendant 2 à 3 ans et après elle a pris une année environ pour l'écriture donc la rédaction du livre lui-même, voilà. Volgende vraag.
Eens kijken welke vraag we nu krijgen en uit welk land. Ik heb nog niet echt iets uit Nederland gezien, maar wie weet komt er toch nog iets. Ik ben Janina Pfeiffer en ben op de Maria Goretti Sekundarschule. En ik had een vraag aan Sie. En zwar, ob Sie schon einmal selber im Lager Auschwitz waren. In Auschwitz bin ich nicht gewesen, aber ich bin in der Nähe von Bergen-Belsen bei Celle aufgewachsen und da war ich mit meinen Eltern eben als zum ersten Mal mit 12 ungefähr. Aber ich habe natürlich überlegt, als ich gesagt habe, ich will dieses Buch schreiben, dass ich vorher hinfahre, bevor ich schreibe. Und dann habe ich aber gedacht, wenn ich das mache, ich glaube, dann schreibe ich das Buch nicht. Dann wage ich das nicht, das aufzuschreiben. Und jetzt war ich auch in Polen. Und ich bin immer noch nicht so weit, weil ich hab Angst davor, dass ich mich schäme, dass ich was Falsches geschrieben habe in dem Buch. Und trotzdem war mir das Thema wichtig. Aber ich werde natürlich eines Tages dahin fahren. Ja. Ja, dus Annette is nog niet in Auschwitz geweest. Wel in de buurt opgegroeid van Bergen-Belsen. Dus dat, niet van Auschwitz, maar van Bergen-Belsen. Een ander concentratiekamp. Ze heeft had wel het voornemen om naar Auschwitz te gaan. Maar ze heeft een bepaalde angst. Want ja, dat zou wellicht van alles veranderen. En vooral tijdens het schrijven eigenlijk, of ervoor dan. Dat zou zelfs haar misschien toe leiden, die angst had ze, dat ze het niet meer zou schrijven, niet zou afmaken. Elle n'a pas vraiment été à Auschwitz, mais elle a grandi pas loin de Bergen-Belsen. Hein, c'est un autre camp de concentration. Et elle avait quand même le projet, pendant le processus d'écriture, de visiter donc Auschwitz, mais elle avait une certaine peur, donc elle n'y est pas allée en fait. Oui. Voilà. Dan kunnen we weer verder met de volgende vraag, volgens mij. Hallo, ich bin Jonas Schmitz von der Maria Goretti Schule. Ich habe eine Frage und die wäre, wenn Sie Schreibblockaden haben, was tun Sie dagegen? Ja, Annette. Schreibblockaden. Ja, das ist was ganz Furchtbares. Ich habe das auch gar nicht so selten. Ich kaudern immer was. Also so Mohrrüben oder sowas, also dieses Kauen, das legt so ein bisschen den Kopf an und das hilft mir. Kauen. Und einfach schreiben und sich vorstellen, dass das erstmal niemand liest. Also dass man es erstmal nur für sich schreibt. Dass man nicht gleich Angst hat, Fehler zu machen. Nou ja, volgens mij is het duidelijk. Vreedbui zit er wellicht aan te komen als het zover is. Dus vooral kauwen, eten, afleiding dus. En eigenlijk ook gewoon doorgaan met schrijven. Proberen dat proces verder. Il faut entraîner les mâchoires en fait. Donc c'est ça, voilà, son idée. Et continuer à écrire, bien sûr. Misschien is dit ook een mooi moment om even naar de vertalers te gaan. Want ik kan mij goed voorstellen dat zij ook hiermee zitten. We noemen dat dan geen schrijfblokkaden, maar in het Engels gebruiken we dan misschien wel translators block. Dus ja, hebben jullie daar ook last van? Dan begin ik even dadelijk bij Herman. En Stéphanie, pour toi aussi, alors pour toi, t'as aussi un peu la peur de la page blanche, en fait, ou pas? Mais je donne tout d'abord la parole à Herman et pour toi, donc, le temps de réfléchir. Voilà. Herman, begrijp je mijn vraag? Ik begrijp je vraag zeker, ja. Nee, ja. Nee. Als vertaler heb je natuurlijk de tekst al voor je liggen, die is al klaar. Dus ik hoef niks te bedenken. Er zijn wel oplossingen.
vraag waar ik niet meteen een oplossing voor heb. Dus die parkeer ik wel even. En dat, daar kom ik nog eens op terug en misschien nog een keer en nog een keer. Maar ik ga eigenlijk gewoon altijd door. Omdat de tekst er al ligt en er vaak ook een deadline is. Dus je moet ook vaak snel doorwerken. Ja. Maar Herman, als ik even mag onderbreken, ik kan me wel voorstellen dat je bij die twijfels, dat geef je aan, hè, er zijn misschien ook soms momenten dat je niet altijd een oplossing hebt. Wat doe je dan? Neem je dan juist contact op met de uitgever bijvoorbeeld? Of met je collega-vertaler Stéphanie? Of met de schrijver? Alors, qu'est-ce que vous faites quand il y a peut-être des problèmes auxquels on ne trouve pas tout de suite une solution? Est-ce qu'on contacte justement donc l'écrivain ou un collègue traducteur? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites effectivement? Als ik ergens niet uitkom, laat ik het eerst rusten. Ik ga wel eens naar de bibliotheek, gewoon daar zoeken naar boeken waar misschien het wel in staat. Ik raadpleeg wel collega-vertalers, niet zozeer vertalers van hetzelfde boek, maar mensen die ook vanuit het Duits naar het Nederlands vertalen. Mm-hmm. Omdat de vraag vaak is van, ik weet al wat het betekent, wat er staat, maar hoe zeg je dat in het Nederlands? Dus daar kunnen collega-vertalers Duits-Nederlands vaak mm-hmm. heldere ideeën voor aanleveren. Als ik het niet snap wat er staat, dan heb ik altijd ook een lijstje. Dat heb ik ook bij mevrouw Hes gedaan, waarmee ik dan naar de auteur stap. Of via een mail dan. Vraag gewoon wat betekenen deze dingen. En dat helpt vaak ook echt goed. Oké. Also, ik werd het maar kurz zusammenfassen. Also der Text ist einfach schon da. Ich glaube, dass Herr Finkers einfach sehr mutig ist und es einfach macht. Und es gibt vielleicht nicht immer eine Lösung, wenn es ein Problem gibt. Aber man versucht trotzdem weiterzumachen. Man könnte mal in eine Bibliothek gehen oder einen Kollegen anrufen, der auch Übersetzer ist. Also das ist es eigentlich so kurz zusammengefasst. Ja. Alors en français, donc il faut continuer tout simplement et parfois on peut donc impliquer un collègue, poser des questions, visiter une bibliothèque, mais on continue. Voilà. Ok, intéressant. J'en profite pour poser peut-être encore une question moi-même par rapport au titre. On a les trois livres ici et bizarrement, le livre allemand. Deutsches Haus a été traduite d'une façon très directe en fait, hein, en français, la maison allemande. Mais en néerlandais, c'est un peu différent, hein, de talk. Wat ik me eigenlijk afvraag, is waarom, meneer Finkers, wellicht kunt u daar een goed antwoord op geven, heeft u gekozen, wellicht was het misschien niet uw keus, voor de titel de tolk? Nee, het is inderdaad niet. Ik die beslis wat de titel wordt van een boek dat ik vertaal. Dat is de uitgever altijd die daar de laatste keuze in maakt. Ik heb meerdere vertalingen gezien van dit boek en het is een soort tweedeling. Je hebt een heleboel, de meeste vertalingen heten The German House of varianten daarop in allerlei talen, maar er zijn ook een aantal talen waar het ook de tolk heet, in het Italiaans en in het Braziliaans, in het Fins. Ik moet zeggen dat ik ook wel achter de keuze van mijn uitgever sta. Okay. En dat het niet het Duitse huis is geworden, want Deutsches Haus is de naam van een restaurant. In de lopende tekst heb ik die ook niet vertaald. Heb ik gewoon laten staan Deutsches Haus, niet het Duitse huis. Ja. Want het boek gaat niet over dat restaurant, maar het gaat over, ook over de tolk Eva en haar ontwikkeling. En ik begreep dat in het Duits Deutsches Haus staat voor Duitsland. Deutschland als Deutsches Haus. In de nachtkriegszeit. Maar als je dat vertaalt, dan
dan krijg je volgens mij iets heel raars. Dus ik heb altijd geleerd, eigen namen moet je niet vertalen. Ja. Also, der Herausgeber hat es auch so bestimmt, dass es dann der Übersetzer ist, also The Talk anstatt Deutsches Haus. Aber ich bin eigentlich auch damit einverstanden. Also es handelt sich von einem Eigennamen, Deutsches Haus, weil es ist natürlich der Name vom Restaurant. Und das soll man nicht übersetzen. Also The Talk, der Übersetzer, ist für Hermann Fenkers die richtige Wahl, was der Titel dann angeht. En français, le titre français est une décision de la maison d'édition, en fait. Ok. Parce que la traduction espagnole avait été publiée avec un titre traduit de cette manière en espagnol et ça semblait fonctionner très bien, en fait. Évidemment, Deutsches Haus, c'est le nom du restaurant des parents de Eva Bergerstrasse, donc en fait, on ne peut pas traduire le nom du restaurant et il apparaît tel quel aussi dans le roman. Mais donc c'est une décision de l'éditeur français en fait d'avoir traduit le titre de cette manière. Ok. Merci beaucoup Stéphanie. Et juste pour rajouter encore un peu en français, donc le traducteur néerlandais, donc Herman Finkers, il est tout à fait d'accord aussi avec ce choix du titre. Voilà, on peut continuer avec une... encore en allemand, oui, Stéphanie peut-être. Alors, die Wahl des Titels, Deutsches Haus. Ist das die Frage jetzt? Ja, okay, ich mache einfach weiter. Okay, gut, tut mir leid. Eine neue Frage von einem Schüler vielleicht? Hallo, mein Name ist Lisa Mausen von der Maria Goretti Sekundarschule und ich wollte Sie fragen, warum es Ihnen ein Anliegen war, über dieses Thema zu schreiben. Ja. Ja, also ich habe ja schon gesagt, für mich als Deutsche ist eben diese Schuld der Deutschen immer ein großes Thema gewesen, eigentlich schon seit ich zum ersten Mal davon erfahren habe, als ich 10 Jahre alt war, und ich habe immer sehr mit Schuldgefühlen auch zu tun gehabt, auch wenn ich im Ausland war, zum Beispiel in Frankreich, in den Ferien und so. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum das bei mir so stark ausgeprägt ist, und das habe ich eigentlich erst, und dann musste ich dieses Buch auch schreiben, und warum das gerade bei mir so stark ausgeprägt ist, das habe ich erst beim Schreiben selbst erkannt. Da war ich auf Seite 100, dass mein Großvater Polizist gewesen ist in Polen von 1939 bis 1944. Ich wusste das immer, aber ich habe das nie verbunden mit den Verbrechen der Deutschen und habe dann aber kurz recherchiert und dann festgestellt, dass natürlich die Polizei auch, dass die auch Täter gewesen sind und wahrscheinlich mein Großvater auch. Er hat dann nie drüber gesprochen, aber es gibt eben diese, es gibt da einen sehr dunklen Flecken in meiner Familie. Und ich habe es erst beim Schreiben wirklich verstanden. Okay, für mich als Deutsche ist es natürlich, ja, dann komme ich doch auch gauw bei dem Onderwerp von Schuld aus, Schuldgefühl. Ist uiteraard ein groot Thema und auch vor allem erfahren in, ja, in Anwesenheit, als je einmal in het Buitenland bent, dann voel je dat misschien noch iets mehr. Und vandaag moest er dus wel een boek komen. Und vanaf de, ja, bladzijde 100 kwam er vooral ook een, ja, een bewustzijn van de schrijfster. Haar opa was bij de politie in Polen. En als je uiteraard bij de politie in Polen was, dan was je toch op de een of andere manier ook wel direct betrokken en schuldig op de een of andere manier. Dus vandaar. Alors pour moi, en tant qu'Allemande, c'était ça va de soi. Donc d'écrire un livre sur ce sujet, vu ce sentiment de culpabilité.
Et à partir de la page 100, donc, hein, elle a découvert que son père, son grand-père, pardon, a été chez la police en Pologne. Et voilà, hein, la police n'est pas tout à fait neutre, aussi impliquée également dans la guerre. Et voilà, c'est un peu donc la traduction. On continue avec une autre question. Bewahrt ihr Roman autobiografische Aspekte? And is there a link to the Netflix-Serie Weißensee in Info? Okay, Annette? Also ist ich, meine Mutter ist ungefähr in dem Alter von der Eva, von der Hauptfigur. Und sie war in dem Alter genauso naiv und wusste nichts über Auschwitz und hat das erst nach und nach erfahren. Also von daher ist das aus meiner Familie, also die Figuren, die Charaktere, die in dem Buch vorkommen, die gibt es alle. Aber sie haben eben nicht, also es gab nicht einen, der dann Koch war. Also es gibt eben diese Geschichte in der Form nicht. Und einen Link zu Weißen See. Nein, das ist ja eine Geschichte aus dem Osten Deutschlands und von daher gibt es da keine Überschneidung. Das sind ja auch die 80er Jahre und das hier sind die 60er Jahre. Aber es gibt zu der Kudamm-Fernsehserie, da gibt es Überschneidungen. Da kommt auch der Auschwitz-Prozess vor und da kommt auch ein ehemaliger Häftling aus Auschwitz vor. Ein Paar, das Eva und Jürgen heißt. Ja, nou, das ist wel een link wat betreft de moeder, was ook naïef. En de karakters in het boek, nou ja, die hebben natuurlijk ook wel een bepaalde band met de realiteit. De link met Weißensee, die is er niet echt. Uiteraard omdat Weißensee, de serie, vooral zich afspeelt in Oost-Duitsland. Wat eventueel wel een overlap is, is dat de Auschwitz-processen wel in een andere serie terugkomen, namelijk Kudamm. Dat is een serie die overigens op ZDF uitgezonden is. En nou, dus daar zie je het wel weer in terug, net zoals in dit boek dus. Alors, les caractères du livre sont vrais, vraisemblables, mais vrais aussi. Il n'y a pas vraiment un lien direct avec la série Weißensee, parce qu'en fait, cette série se déroule plutôt à l'Est, en Allemagne de l'Est. Et il y a quand même un lien avec une autre série, entre La Maison Allemande et une autre série qui s'appelle Kudamm, parce que dans cette série, on parle également donc des procès Auschwitz. Donc voilà. Ja, misschien nog een vraag die ik dan zelf nog even zou willen toevoegen. Nog een vraag, vielleicht aus meiner Sicht. Also, Weißensee is natuurlijk een serie, aber Deutsches Haus is nog geen Kinofilm. Hätten Sie vielleicht den Plan, von einem Roman noch einen Film zu machen? Oder nicht? Ich sitze gerade aktuell an einer Serie. Also da soll eine Serie draus werden aus Deutsches Haus. Also für einen Kinofilm finde ich die Geschichte zu lang, zu komplex. Das würde ich ungern so auf nur 90 Minuten erzählen. Und die Serie soll jetzt so ungefähr, also viermal eine Stunde haben. Ja. Und da bin ich gerade jetzt dran. Also wenn ich jetzt gleich Tschüss sage, mache ich da... Oké, okay, dus nou, het is wel een primeur. Leuk om te weten dat ze dus wel bezig is om van Deutsches Haus geen film te maken voor in de bios, maar wel een serie die we wellicht op Netflix dus ook in de toekomst ergens kunnen zien. Over hoeveel jaar? Also in die wanneer is fertig? Wat denken ze? Ungefähr? Oh, also drehen nächstes Jahr wahrscheinlich und dann übernächstes. Was ist denn dann? 23. Okay. Also in zwei Jahren. In zwei Jahren, okay. Ja, ja. Na, das ist so vor zwei Jahren.
Alors, elle a vraiment donc le projet donc de faire une série du livre, de l'adapter. Et je pense, on a bien compris que ça sera donc 2023 pour la parution probable. Alors, on espère. Ok, focus. Une dernière question. Bonjour, j'ai une question pour Madame Lux et Monsieur Winkers. À la fin de son livre, l'auteur dit qu'elle a eu recours à des citations originales de personnes impliquées dans le procès. Avez-vous traduit les citations originales des témoins à partir du roman lui-même, ou existe-t-il des traductions officielles du procès, tant en irlandais qu'en français? Merci. Herman of Stephanie, wie will beginnen? Stephanie? Oui, alors personnellement, je me souviens qu'Annette Hess avait dit qu'elle avait écouté ses enregistrements audio de plusieurs centaines d'heures et je n'ai pas trouvé de traduction de ces enregistrements audio, donc en fait j'ai traduit d'après les répliques qui étaient écrites comme ça dans le roman en fait. Okay, also es wurde direkt übersetzt aus dem Roman von Annette Hess. Ja, okay. Hermann, für jou hetzelfde dus? Voor mij hetzelfde, ja. Okay. Ik weet ook niet of de vertalingen bestonden al van de opnames, maar ik heb de roman vertaald, inclusief de citaten die daarin zitten. Oké, okay, ja. Donc pour Herman Finger, c'est pareil, hein, donc traduit directement. Oké. Je pense qu'on a un problème technique, un petit problème technique, j'espère. Mais voilà, on va rester quand même connecté. Voilà, heureusement, donc sauvé par Oliver. Ok, das war dann die letzte Frage. Dann gibt es noch einige Zuschauerfragen. Können wir mal schauen, was es da noch gibt. Bonjour Madame S, et merci beaucoup pour ce beau roman. Pour moi, qui ai été bercé depuis toujours par les récits de guerre de mes grands-parents et les films comiques ou réalistes du cinéma français. Also nicht richtig eine Frage, aber ein großes Kompliment auf jeden Fall. Dankeschön. La maison allemande est une vraie révélation sur un angle de l'histoire jamais abordé. Celui-ci constitue un élément nécessaire à la compréhension du nazisme et à ses répercussions sur le peuple. Sur le peuple allemand. Pouvez-vous nous dire comment ce livre a-t-il été reçu par les représentantes des victimes du nazisme, par exemple les anciens combattants? Also einfach ein großes Kompliment an Sie, Frau Hess, und können Sie uns vielleicht verraten oder erzählen, wie es wie es empfangen wurde von den Opfern des Nazismus dieses Buch? Vielleicht haben Sie da einige Zeugnisse. Ah ja, von den Opfern, also ich habe ja viel auf Lesungen dann mit Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, das fand ich am interessantesten, dass eben auch in ihren Familien, eigentlich in jeder Familie natürlich auch Täter und Mitläufer gewesen sind und dass es eben diese Darstellung von da oben waren die bösen Nazis und da unten waren die unterdrückten Deutschen, dass das einfach nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass es eben eine Gesellschaft war, die das möglich gemacht hat. Und das haben mir Leute, also 70-Jährige, bestätigt, also die gesagt haben, in ihrer Familie gab es eben auch diese Nazis, die Täter, plötzlich hatte jemand Geld, man wusste nicht woher, also die. Das war so eine Erkenntnis, also, ja. Ja, eigentlich das vooral Bewusstsein, dass ja, da vaak ein Unterschied werd gemacht zwischen, nou, die großen Nazis boven und het Volk onderaan, onderdrückt. Maar je moet je eigenlijk toch vooral bewust zijn dat het een geheel is. Dat het een hele gemeenschap
is een heel land dat uiteindelijk dit heeft veroorzaakt samen. En niet zij of groepen. Alors, on distingue donc souvent les nazis en haut et le petit peuple en bas, mais il ne faut pas vraiment distinguer. Alors, c'est un ensemble d'un pays, d'une communauté qui a donc réalisé en fait ce drame du nazisme. Donc voilà. Ok, super. Volgens mij, als ich glaube, das war dann die Frage, die es da gab. Ich sehe da im Moment im Chat keine. Keine weitere Fragen. Auch jetzt nicht. Ja, super. Vielleicht kann ich ja selbst noch, ich habe ja noch einiges vorbereitet, kann ich ja selbst noch eine letzte Frage noch kurz erwähnen. Muss ich mal kurz. Ich warte mal kurz auf die Technik. Stimmt es, dass es keine weitere Fragen mehr gibt aus dem Chat? Weil ich kann da jetzt im Moment selber nur einer dann sehen. Stimmt, ne? Ja, gut. Ja, genau. Also wenn man zu Hause noch eine Frage hat, dann soll das unbedingt jetzt passieren. Sonst meine letzte Frage vielleicht und dann hören wir auf. Also wir haben ja kurz schon von der Serie Weißensee geredet und ich bin einfach auch sehr gespannt, wie war der Kontakt mit den Schauspielern zum Beispiel? Also wie waren sie daran beteiligt, auch an der Rollenverteilung zum Beispiel? Und also in welchem Maße waren sie involviert, Annette? Weißensee ist natürlich eine ganz andere Serie, also es handelt ja heute um Deutsches Haus, aber ich bin einfach sehr gespannt deshalb. Und ich kann es euch zu Hause auch empfehlen, bei Netflix kann man sich das ansehen. Ne? Also ich bin beim Casting immer involviert, weil ich ja auch die bin, die diese Figuren sich erdacht hat und die erste Vorstellung von denen hat und die vor allen Dingen am allerbesten kennt. Ne? Deshalb suche ich eben. Weil ich beschäftige mich dann 2 Jahre mit so einer Figur und eine Regie vielleicht ein halbes Jahr. Mhm. Und wenn die Schauspieler dann gefunden sind, dann spreche ich auch ganz viel mit ihnen noch über die Biografien, wo die herkommen, was die für Hobbys haben. Also so Sachen, die man gar nicht im Film sieht. Ne? Aber die brauchen ja Schauspieler, um so einen Charakter zu füllen und aufzubauen. Also ich arbeite sehr eng dann auch mit Schauspielern zusammen. Ja, dus inderdaad zeer veel contact en heel direct betrokken, dus ook bij de keuze van de acteurs. Ah, donc vraiment impliqué, donc partir du choix donc des acteurs. Voilà. Alors je vous remercie donc vraiment donc de cette interview. Merci beaucoup pour vos réponses. Nou, dank jullie wel van harte. Bedankt dat jullie er waren. Herman, jij ook vanuit Amsterdam. Super. En tot een volgende keer wellicht. Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart zu Hause. Und ich glaube, wir können jetzt so langsam es beenden. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder um 6 Uhr für Mayer Güven, Le Grand Frère. À demain. Bis morgen. Rendez-vous demain. Tot morgen. Danke.